Hallöchen, hier ist wieder Kotzela. Ja, wieder bei Restaurant Amore. Und ich frage mich, wie lange das Spiel noch dauert. Weil es ist gerade, ja, irgendwie ein neues Spiel quasi. Und deswegen frage ich mich echt, wie lange das noch dauert. Weil allzu lange soll es eigentlich nicht werden, weil ich könnte es quasi schon wieder weiter mit Cedamoros machen. Naja, da müsst ihr halt warten. Da werden sich jetzt bestimmt welche drüber aufregen. gut. Habe keinen Grund daran gesehen. Interessant. Also es ging gerade irgendwie über Angelina, die Buchhalterin ist. Und er war nicht auf dem College. Genau. Er hat keinen Grund daran gesehen oder so. Wie auch immer. Ich erinnere mich kaum noch an Algebra. Da finde ich Angelinas Fähigkeit zu rechnen ziemlich beeindruckend. Ja, Rechnen, Fähigkeit, Beibehung. 1 plus 1 gleich 2. Hehe. Trotzdem habe ich keine Verpflichtung zu bleiben. Was soll ich also heute tun? Heute Abend tun. Noch bleiben, nach Hause gehen. Komm, wir bleiben unseren Freunden hier oder so. Keine Ahnung. Boah, ich nehme mal direkt eine Entscheidung. Das ist bei mir echt beeindruckend. Es sieht aus, als wäre Laura heute Abend mit Aufräumen dran. Also schätze ich, ich könnte ihr ein wenig aushelfen, bevor ich gehe. Hey, kann sie etwas Hilfe gebrauchen? Hä? Was bringt dich dazu? Du schaffst das alles nicht alleine. Ich tue dir nur einen Gefallen. Ich tue dir nur einen Gefallen, würde ich sagen. Nichts, ich dachte nur, ich tue dir einen Gefallen und spare dir ein paar Minuten Arbeit. Es sei denn, du willst den ganzen Boden selbst wischen. Ich werde dich nicht aufhalten. Nun, ich schätze, ich würde Hilfe nicht ablehnen, wenn das bedeutet, dass ich ein bisschen früher gehen kann. Aber weißt du, ich sollte gerade eigentlich gar nicht hier sein. Liam ist heute Abend dran. Was tust du denn hier? Liam hat gesagt, dass er seine Mutter zum Abendessen einlädt, da sie Geburtstag hat. Ich tue ihm eigentlich nichts Nettes, aber seine Mom hat eine Menge für mich getan, also. Ich dachte, der Geburtstag seiner Mom war letzten Monat. Dieser Arsch! Oh Gott, ich wollte ihn auch so umbringen. Wusch, war sie weg. Danach läuft Laura fast amok. Aber irgendwie schaffe ich es, ihr auszureden. Liam schuldet mir einen riesen Gefallen, dieser Idiot. Etwas später. Das sind Real-Life-Bilder, oder? Also nur ein bisschen Wischiwaschi draufgelegt oder sowas. Keine Ahnung. Ein paar Wochen vergehen und wir wissen immer noch nicht, was jetzt mit dem Spiel so passieren wird. Ich habe nur Scherze gemacht, als ich gesagt habe, dass die Produzenten manchmal Monate brauchen, um sich zu entscheiden, aber es scheint sich so herausgestellt zu haben. Es ist übel für Ethan und Laura, die das College für diesen Job aufgegeben haben. Aber was können wir tun? Wir haben einen Vertrag unterzeichnet, also müssen wir alle warten. An einem Tag nach der Arbeit. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das hier so ansehe, sah das doch ziemlich gezeichnet aus. Aber ist es vielleicht doch gemalt? Ich weiß nicht, sieht doch trotzdem so real aus und so mit diesen. Ach, ich lasse es einfach. An einem Tag nach der Arbeit bin ich mit den Jungs in der Bar und hänge wie gewöhnlich mit ihnen herum. Wir sind alle gerade für die letzten 2 Wochen bezahlt worden, für unsere Arbeit im Restaurante, das echte. Natürlich bedeutet das, dass wir es sofort für Getränke ausgeben müssen. Huch, das war irgendwie ein Handy-Klingel schon, oder? Ey, das ist so geil, dass sie diese Soundeffekte mit reinmachen. Eine Sekunde, ich muss da rangehen. Ich stehe aus meinem Stuhl auf und gehe nach draußen, um den Anruf anzunehmen. Es ist die Nummer der Hauptgeschäftsstelle, da ich das erfahrenste Mitglied der Gruppe bin, wenn ich sowas wie der Anführer. Die Produzenten teilen mir für gewöhnlich die Neuigkeiten mit, damit ich sie allen anderen mitteilen kann. Ich wette, es geht um den Nachfolger oder den Ableger oder sowas. Hallo? Hier ist Pierre. Oh, Pierre, hier ist Mike. Oh, dieser Typ. Er ist einer von Restaurantes Amores Produzenten. Ich glaube, er ist derjenige, der die Kontakte mit den Geschäftsmännern auf der Erde hat, um das Spiel zu verkaufen. Was kann ich für Sie tun, Sir? Wir wollten nur anrufen und euch die guten Neuigkeiten überbringen. Guten Neuigkeiten? Das heißt, dass ihr weitermachen müssen? Oh, bekommt Riz Amo einen Nachfolger? Nein, aber es ist das nächst Bessere. Das Spiel wird auf ein Handheld portiert. Ach so, also auf dem Nintendo oder
PS Vita oder sowas, ne? Also gehen wir jetzt von der Konsole auf ein Handheld über. Obwohl eine Portierung nicht so viel Geld bringen wird wie ein Nachfolger, ist es trotzdem großartig, wenn man das Geld will jedenfalls. Ich bezweifle, dass alle anderen davon begeistert sein werden. Das sind gute Neuigkeiten, Sir. Ich bin froh, dass das Spiel erfolgreich war. Da kannst du drauf wetten. Sag den anderen Bescheid von mir, in Ordnung? Das Spiel wird übrigens dasselbe sein wie vorher, aber wir haben vor, einige neuen Szenen einzubauen. Das ist nicht überraschend. Niemand würde das Spiel kaufen, wenn man es einfach nur... Nächste Woche werden wir das ganze Team mitbringen und ihr Jungs könnt etwas aus dem Stegreif machen. Aus dem Stegreif? Sir? Ich habe noch nie zuvor etwas aus dem Stegreif für ein Spiel gemacht. Ist das überhaupt möglich? Natürlich, Improvisation. Nun, ihr könnt euch erstmal etwas aus dem Stegreif machen und dann werden die Schreiber aufschreiben, was ihr sagt. Oh, also im Grunde wollen sie, dass wir uns selbst die Szenen ausdenken. Großartig. Wir haben gedacht, ihr Jungs kennt die Charaktere am besten, nicht wahr? Ich bin sicher, euch werden eine großartige Szene einfallen. Ja, Sir. Ich versuche nicht genervt zu klingen. Gut, dass ich darin so viel Übung habe. Schauspieler wie ich sind ziemlich leicht zu ersetzen. Also gibt es keinen Grund, meinen Boss wütend zu machen. Ich bin aber sicher, dass wir dafür eine Gehaltserhöhung bekommen. Bis nächste Woche. Nun, schätze ich, werden wir wieder reingehen und den anderen von den guten Neuigkeiten erzählen. Achso, ich. Das habe ich wieder gelesen. Keine Ahnung. Was war das denn gerade? Oh, es war einer der Produzenten. Er hat gesagt, dass unser Spiel auf ein Handheld portiert wird. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit irgendwas anderen Scheiß gesagt, oder? Portiert, okay. Wahrscheinlich die PFP. PlayStation 4 Play. Keine Ahnung. Ich verstehe. Schätze, deine College-Pläne werden mal wieder nach hinten geschoben, hä? Ist schon in Ordnung. Zumindest kann ich so mehr Geld sparen. Es könnte schlimmer sein. Mach dir nichts aus. Portierungen halten nie so lange wie das ursprüngliche Spiel. Wir werden in 6 Monaten fertig sein, höchstens. Das ist wahrscheinlich das Beruhigendste, was sie ihm jemals gesagt hat. Aber zumindest hat er es versucht. Ja, nun, sie haben auch gesagt, dass sich Ries Amo nicht so lange halten würde und dann sieh, was passiert ist. Aber es ist okay. Es könnte schlimmer sein. Also irgendwie sagst du es oft, ne? Es könnte schlimmer sein, ja. Einen gut bezahlten Job für weitere 6 Monate zu haben. Das ist die richtige Einstellung. Lass uns heute Abend trinken. Wir haben nur noch eine Woche frei, also können wir es genießen, solange es noch geht. Prost! Etwas später. Na, wann bin ich nach Hause gekommen? Wie bin ich nach Hause gekommen? Vielleicht sollte ich ein Licht anmachen. Nein, 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 nein. Das war viel zu hell. Meine Augen. Geil, die da so einen Effekt reingemacht haben. Boah, ich liebe die Effekte dieses Spiels. Das ist so Hammer. Irgendwie kann ich nicht mehr einschlafen. Also quäle ich mich aus dem Bett und gehe in die Küche. Nicht wirklich sicher, was ich hier suche. Aber ich mache dieses Mal das Licht langsamer an. Ich brauche ein paar Sekunden, bevor sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt haben. Es ist, als hätte ich mein ganzes Leben in einer Hölle gelebt oder so. Mein Kopf ist irgendwie... Aha! Bier entdeckt. Und es sieht aus, als wäre zur Abwechslung Liam nicht hier, um den Platz auf meiner Couch zu besetzen. Mehr Alkohol für mich. Ich dachte, geht schlecht. Da trinkt man doch nicht. Ich nehme das ganze Bier mit zurück in mein Schlafzimmer. Nur weil ich die Bar verlassen habe, bedeutet das nicht, dass die Party vorbei ist. Ziemlich bald werde ich wieder um 4 Uhr morgens aufwachen müssen, mich mit... Godzilla herumquälen. Ja, wieso? Kann doch jetzt sein, dass jemand das anderes verspielt. Ich meine, es ist doch jetzt auf einer anderen Konsole. Und so tun, als wäre ich ein Prinz. Ich muss es ausleben, solange ich noch kann. Egal, dass Godzilla nicht real ist. Und was auch immer, hoch die Tassen. Etwas später. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich habe kaum Bier getrunken. Wie kann ich betrunken sein? Oh, es sieht aus, als hätte ich alle getrunken. Wow, ich bin super. Verdammt. Es ist so langweilig, hier ganz alleine zu sitzen und all das Bier alleine zu trinken. Und ernsthaft, wo zur Hölle ist überhaupt Liam?
Ich hoffe, er ist nicht in eine der verdammten, in einen verdammten Baum gekracht. Liam! Ich habe dich kaum gekannt! Was? Okay, er ist besoffen. Vielleicht sollte ich jemanden anrufen. Es ist gerade mal 3 Uhr morgens. Jemand muss doch wach sein. okay, wir sollen jemanden anrufen. Ethan! Mann, direkt zur Mailbox. Den werde ich gründlich die Meinung sagen. Lustig zu lesen. Fühle mich schlecht. Etwas später. Der Wecker weckt mich am nächsten Morgen auf und ich habe rasende Kopfschmerzen. Ugh. Irgendwie kommt es mir vor, als hätte ich gar nicht geschlafen. Ich frage mich, um wie viel Uhr ich endlich eingeschlafen bin. Und warum kann ich mich an nichts erinnern? Vielleicht sollte ich aufhören zu saufen. Das schreit nach einer Zigarette. Ich schalte den Wecker aus und stehe auf. Ich brauche ein paar Sekunden, da es mir immer noch vorkommt, als würde der ganze Raum sich drehen. Oh, ich habe nur noch eine Packung. Muss dann denken, mir später welche auf dem Rückweg zu holen. Obwohl der Laden wahrscheinlich dann geschlossen hat. Also vielleicht während meiner Mittagspause stattdessen. Hängt davon ab, ob ich Sachen während der Pause zu erledigen habe. Ich denke darüber nach, was ich mir zum Frühstück mache. Ich habe zu viele Omelettes gegessen in letzter Zeit, da sie so leicht zu machen sind. Also sollte ich vielleicht mal etwas anderes probieren. Ich wühle ziellos durch meinen Kühlschrank, bis ich etwas Fleisch finde. Ich schätze, ich kann ein paar Fleisch... Quatsch. Einfach... Was laber ich da? Einen Moment, Entschuldigung, mein Kopfhörer springt gerade aus meinem Ohr raus. Entschuldigung. Ein paar Frühstück-Biscuits machen. Ich bereite schnell den Teig zu und stelle den Ofen auf Vorheizen. Während das läuft, gehe ich duschen und mache mich fertig für die Arbeit. Sobald das erledigt ist, esse ich mein Frühstück mit einem Glas Wasser und etwas Advil. Ein ganz normaler Tag. Ich habe ein Auto, aber meistens laufe ich zur Arbeit, da das Restaurant direkt die Straße runter ist, vom Apartmentkomplex. Es ist ein wenig kalt heute Morgen. Finde ich gut, wenn man zu Fuß hingeht, so. Viel besser für die Umwelt. Es ist bereits November. Ja, November ist cool. Da frage ich mich, ob die Portierung von Riesen Amor ein paar extra Winterzehen haben wird. Oh, aber ich schätze, es ist gerade nicht dieselbe Jahreszeit auf der Erde. Wie auch immer. Ich ziehe meine Uniform und gehe aus der Tür. Ja. Du ziehst deine Uniform. Hm. Oh, jetzt sieht er wie so lahm aus. So schlecht gelaunt vor allem. Sobald ich nach draußen gehe, sehe ich Ethan da stehen. Hä? Er geht für gewöhnlich nicht so früh zur Arbeit. Was ist also los mit ihm? Ethan? Oh, hey. Er sieht aus irgendeinem Grund etwas nervös aus. Vielleicht sogar ein bisschen genervt? Manchmal schwer zu sagen bei ihm. Stimmt was nicht? Hä? Für eine Sekunde hast du ausgesehen wie dein Charakter aus dem Spiel. Oh, also erinnerst du dich nicht? Was erinnern? Letzte Nacht hast du... Oh Gott, was haben wir ihm denn gesagt? Oh Gott! Oh, ich hab den gerade als wir bezeichnet, das ist dumm. Ethan wird ein wenig rot und verlagert sein Gewicht von einem Bein aufs andere. Ihm ist offensichtlich unangenehm, aber er ist nicht genervt, wie ich angenommen hatte. Er sieht eher verwirrt als alles andere aus. Okay, ich lese es nicht weiter. Part ist bald zu Ende, blablabla. Ich wollte euch ja immer noch was fragen. Also, und zwar, ich krieg immer wieder mal mehrere Fragen und meistens kommen die mal doppelt und dreifach rein und so, ne? Und, ich wollte fragen, ob ich vielleicht mal ein FAQ machen soll oder so. Oder, ja, also so ein extra Video halt, wo ich Fragen beantworte oder so und wenn dann nochmal sau viele Fragen kommen, dass ich dann nochmal ein neues Video mache oder so. Oder wollt ihr lieber, dass ich mal ab und zu ein paar Fragen zwischendurch hier, beantworte. Also so zwischen dem Spielen. Könnte natürlich manche Leute auch nerven, ne? Und manche Leute können es nerven, dass man ein extra Video schauen muss oder so. Also ich weiß nicht. Jo, also gib mir mal ein bisschen Ratschlag, okay? Dankeschön. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.